Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Mercenaries Playground of Destructions. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Diesmal mit dem Astauftrag. Ihr erster Astauftrag ist freigegeben. Kommen Sie herein, ich erzähle Ihnen alles. Na gut. Division 39 war im Grunde eine staatlich finanzierte Mafia, bevor Präsident Kim davon erfuhr. Wang Bo hat sicher viel Geld für seine Verteidigung ausgegeben. Ja, wir geben eine Menge Geld aus, um ihn zu erledigen. Oh! Hey, Söldner, schön, dass Sie da sind. Wir sind bereit für Ihren ersten Ass-Auftrag. Vermeiden Sie möglichst unnötige Opfer, wenn Sie können. Dank Ihrer Informationen wissen wir, dass das Kreuz Ass Dung Wang Bo, Kopf der Division 39, irgendwo in der Nähe des Song Tower steckt. Wang Bo blendet unsere Satelliten mit Störsendern. Vielleicht ist doch Song in der Nähe. Zerstören Sie die Störsender. Wir finden dann Wang Bo und Sie kriegen ihn. Vielleicht kriegen Sie auch Song. Und wir können nach Hause. Hm? So. Mal schauen. Hast du noch was zu erzählen? Ich dachte, Präsident Kim gehört zu den Guten. Warum arbeitet dann jemand wie Wang Bo für ihn? Eine gute Frage. Noch was? Wang Bo ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Vermutlich Schlipsträger. Ich kann verstehen, dass Sie Angst haben. Meinst du? Ach komm, hast du noch eine Information für mich? Wenn Sie das übernehmen, kann ich der GSIN ein Häppchen geben, sie mir vom Hals schaffen. Na gut. So, dann mal schauen. Den Auftrag annehmen. Ihr erster Ass-Auftrag. Hoffentlich ist das nicht Ihr letzter. Sie waren Motivationstrainer, bevor Sie zu X-Ops gekommen sind, oder? So. Oh, Panzerbrecher. 4 Stück gratis. Clusterbombe. Auch 4 Stück gratis. Na gut. Jetzt mache ich hier mal die Gegend sicher, bevor ich da auf die Himmels zugreife. Wesentlich viel gefährlicher, habe ich das Gefühl. Der ist weg. Der ist weg. So, alles gesichert. Oh, Luftabwehrrakete. Mal schauen, ich habe jetzt so viele E-Mails erstmal. Auftragstehende Ovationen. So, das Kreuz Ass hält sich irgendwo in der Nähe des Songs Tower auf. Er hat einen Transmitter dabei. Zerstören Sie die nordkoreanischen Störsender im Gebiet. Dann kann ich ihn für Sie orten. Ihre Aufgabe. Zerstören Sie die nordkoreanischen Störsender. Sichern Sie das Kreuz Ass. Kopfgeld 150.000 Leben. 75.000 sind tot. Ja, ich versuche den Leben zu kriegen. Bonus Landezone räumen. Die Alliierten sind bereit, ihnen Männer und Waffen zur Verfügung zu stellen, wenn sie ihnen eine Landezone räumen. Sie haben einen Ort am Südende der Insel ausgesucht, den sie räumen sollen. Das sollte einfach sein, aber bedenken Sie, dass es sich nur um ein Nebengeschäft handelt. Unser Primärziel ist das Ass. Ihre Aufgabe. Vernichten Sie die nordkoreanischen Truppen am Südende der Insel. Bonuswert, zusätzliche Truppen und Feuerkraft. Mehr Feuerkraft und Truppen, das geht immer. So, Hilfe, Waffendaten, Luftabwehrrakete. Tragbares Boden-Luft-Raketensystem. Erfasst Ziele in der Luft und verfolgt sie. Nicht effizient gegen gepanzerte Fahrzeuge. Ja, okay. Aber ich glaube, dann werde ich eher auf die RPG zurückgreifen. So, oh, ich habe mein leichtes Maschinengewehr abgelegt. So. Okay, ich habe jetzt so viele Möglichkeiten. Achso, das Besondere an den Ass-Aufträgen ist halt, die haben halt spezielle Karten für sich halt designt. So ist jetzt halt ein kleines Gebiet nur, aber
finde ich schon richtig schick gemacht hat, dass so diese hochrangigen Ziele extra Missionsstandorte haben. So in südlicher Richtung habe ich einen Störsender und da unten ist auch die Bonusgeschichte. So südliche Landezone räumen, nordkoreanische Störsender zerstören. Okay. So. Heilung brauche ich noch nicht. Ich brauche auf jeden Fall einen Jeep. Okay. Das sieht ziemlich mitgenommen aus. Aber sollte fürs Erste reichen. Fällt ja nicht auf. Ah, gab's bei eBay. Okay, erstes Signal geortet. Auf jeden Fall war hinten was. Okay, nur so ein paar Jeeps. Da ist der Störsender. Okay, steige ich aus und räume mich erstmal hier auf. Mitbekommen? Was mit dir? Okay. Oh. Schnell weg mit dir. So. So, erster Störsender ist zerstört. Leichtes MG. So, da fährt ein gepanzertes Fahrzeug. Ich brauche auf jeden Fall wieder meinen Jeep. Zack. So, bin wieder als Nordkoreaner getarnt. So, das halt der südliche die südliche Landezone, die ich räumen muss. Okay, Helikopter, das sehe ich auf jeden Fall ein, ne, zwei. Ah, sollte machbar sein. Alles. Wow. Sanitäter, wenn man einen braucht. Na, ich muss auf jeden Fall noch die Helikopters noch loswerden. Ah, verdammt. Mal jemand zusammen. Ja, ich warte erstmal, bis ich wieder 20 Trefferpunkte habe. Wo ist denn Sanitäter, wenn man einen braucht? So, der ist schon mal kaputt. So ein Helikopter wäre ja schon mal feines. Hier habe ich noch die Munition liegen gelassen. Wow.
dass irgendwas... Da hat mich ein Rotorblatt erwischt. Ich fass es nicht. Ah, komm. Wird wiederholt. Ihr erster Ass-Auftrag. Ah, verdammt. Sie waren Motivationstrainer, bevor Sie zu Ex-Ops gekommen sind, oder? Da hat mich echt ein Rotorblatt noch erwischt. Ah. Was macht der Jeep da? Okay. So, schnell mal hier die Gebiet räumen. Ja. Ich glaube, da muss ich auch die ganzen technischen Daten so wieder sammeln für die Luftabwehrrakete. Die will ich haben. So, mal schauen. Zack, einmal hier durchgehen. Nö, hat er nicht aufgezeichnet? Okay. So, dann heißt das Ganze nochmal von vorne. Ja, ist ja zum Glück ja kein so großer Fortschritt verloren gegangen halt. Oh. Ja. Ich nehme jetzt den Jeep. Ah. Dieser verdammte Rotorblatt. Ihr SNS-Signal ist gestört. So. Okay, Radar ist gestört. Das macht nichts. So. Hoppala. So. Ist weg. Okay, das heißt, war nichts. Das Ding geht gleich hoch. Ah, raus. Ah, da brauche ich doch echt die Luftbodenraketen. Ja, kriege ich den? Weil mit dem Raketenwerfer komme ich dagegen nicht an, weil er zu wendig ist, klein und wendig.
Jetzt nimmt Piet. Okay, wenigstens etwas. Jawohl. So. Was würde ich machen? Wow. Okay, ich werde mich auf jeden Fall hier zurückziehen. Dann würde ich hier die... Ich habe doch die... ne, das ist eine Flugabwehrstellung. Ja, könnte ich mal gucken, ob das funktioniert mit der Clusterbombe. Ja, ich versuch's mal einfach. Hey, die Dinger sind gratis. Okay, nicht schlecht. Er hat schon mal 3 Ziele ausgeschaltet. Ich habe ja noch einen. Mal schauen, was. Wie sieht das mit einem Panzerbrecher aus? Ich habe hier so einen Flugabwehr. Panzer. Gegend sichern, ich komme. Okay. So. Ausgezeichnet. Das war ein leicht verdienter Bonus, oder? Auf jeden Fall brauche ich Gesundheit. Wo ist denn der Helikopter? Hier. Okay. Oh, was ist das denn? Alliierter M1126 Transporter. Okay. Okay, sogar umsonst. Entdeckung! Roger, hier Expo 2, bin in der Luft. Dann bestelle ich einen. Hey, wenn ich umsonst einen Transporter kriege. Sehe Ihr Signal, bin in der Landezone. So. So, rein mit euch. Dann mal los. So, ich hole mir erstmal Gesundheit, weil mit 20 Gesundheit ist ein bisschen mager. Da fahre ich erstmal noch zurück zum Startort. Dann Gesundheitspaket. So. Es ist der Söldner. Munition. Ja, komm. Wieder rein mit euch. Schauen wir mal, was die Blechbüchse kann. So, dann geht's mit dem M1126 Transporter weiter. Ja, okay, schieß mal ruhig auf die Nordkoreaner. So, dann haben wir
hier rum. Transporter. GPS wird gestört. So, dann einmal da rum. Oh. So. Da ist ein Störsand da. Oh, ein Panzer. Ah, okay. Den will ich haben. Mein Panzer. Hey, ich habe einen T-54-Panzer. Ah, ganz ehrlich, ich glaube, die Alliierten sind alle weg. Fahre ich halt mit meinem Panzer durch die Gegend. Oh, alliierter Verlust. 25.000. Warum? Wieso? Ich habe noch nichts gemacht. Egal. Auf die 25.000 pfeife ich. Jetzt habe ich einen Panzer. Ihr SNS-Signal ist gestört. Okay. Na. So, jetzt bin ich als Nordkoreaner getarnt. Den letzten Störsand da schnappen. Okay, das ist sogar ein Offizier. Da ist noch ein Fahrzeug. Okay, ist ein Luftabwehrfahrzeug. Bunkerbrecht eine Bombe. So, einmal hier die komplette Stellung verwüsten. Gibt's hier noch was? Nö. Oh, Heilung. Sehe ich da, glaube ich. Euch Heilung? Ja. Zack. Hey, ich hab einen Panzer. Was ist das noch? Ah, wahrscheinlich noch so ein Jeep oder so. Gut, jetzt kann ich den Song Tower zerstören. Mit der bunkerbrechenden Bombe. Ein Hubschrauber oder so in der Nähe. Scheint ein großer Hubschrauber zu sein. Na. Ist sogar ein böser Hubschrauber.
Den will ich weghaben. Erwischt. Okay. Alles gut. Ja, ich kenne euer Argument schon. Aussteigen. Dann die Bunkerbrechende 28.000 für neuen Transporter, okay. Dann eben die Bunkerbrechende Bombe auswählen, anvisieren. Roger, Ziel erfasst. Bomben frei. Oh. Und das war's. Sehr gute Arbeit. Da ist dran, wo? Okay. Wang Bo. Lass dich blicken. Ha. Wo bist du? Okay, der läuft. Ah, da kommt er mir schon entgegen. So. Ziel erfasst. Bin im Anflug. Was? Bomben unterwegs. Okay. Das war sein Fluchtfahrzeug. Gut. Bevor ich hier den ausfliegen lasse, werde ich erstmal. Nein, glaub Spiel war das. Genau, die Untertitel ausschalten. Weil ich meine, wenn ich den rausbringe, kommt gleich ein kleines Filmchen. Und durch den Untertitel, weil der belegt ungefähr die Hälfte von diesen Videosequenzen. Und da würde ich die hier bewusst abschalten. So, ich nehme mal kurz das einmal mit. Dann aufladen. Ich werde beschossen. Ja, immer mit der Ruhe. So. Dunk Havang oder Havango. Havango. Gefangen genommen. Kreuz Ass. Das ist nämlich 150.000 wert gewesen. Und auch wenn sich General Song noch auf freiem Fuß befindet, stellt die Gefangennahme des Kreuz As Dung Wang Bo durch die Truppen der AN einen großen Erfolg der Alliierten dar. In seiner Stellungnahme heute Abend gratulierte der Präsident der Spezialeinheit 724 für ihren Erfolg beim gewagten Überraschungsangriff auf Wang Bos Operationsbasis hier beim Song Tower. Russische Syndikate nutzten jedoch die Gelegenheit, die Lücke auf dem Schwarzmarkt zu füllen, die durch die Vernichtung von Wang Bos Division 39 entstanden war. Und es scheint so, dass diese kriminellen Elemente in Nordkorea in den nächsten Wochen noch weiter zunehmen werden. Ich berichte live aus den schwelenden Ruinen des einst so mächtigen Song Tower. Das ist Adriana Livingston für GSRN. So. Neues Objekt im Shop verfügbar. Bunkerbrechende Bombe. So, ich habe auch neue Hilfs-E-Mails. Jetzt, wo Division 39 erledigt wurde, halten Sie nach dem Karo Ass Ausschau. General Chang und seine Männer. Chang ist für Songs biologische und chemische Waffenprogramme verantwortlich. So, aber erstmal wieder.
Station. Wieder Untertitel einschalten. So. Zack. So, und ich habe neue E-Mails bekommen. So, erstmal 52er Blatt. So, nächstes Mal geht es halt um die, ja, um den Karo-Sektor, würde ich mal sagen, wo sämtliche Karo-Ziele vertreten sind. Ah ja, Luftschläge. Da habe ich die bunkerbrechende Bombe, lasergelenkte Megabombe. Diese 4000 Pfund Bunkerbrecher wurde im Irak gegen schwer befestigte Anlagen eingesetzt. Lassen Sie sich nicht vom ersten Knall irritieren. Dieses Baby hat's drauf. Ja, hat man ja gesehen. So, dann Hilfe. Ah ja, genau. Passagiere. So, hupen Sie B, um freundliche, gesinnte Menschen zu Ihrem Fahrzeug zu rufen. Freundliche, gesinnte Soldaten bemannen die Geschütze, sofern vorhanden. Erstens, drücken Sie die Y-Taste, um alle aussteigen zu lassen. Zweitens, ziehen Sie den Schalter links, um selbst auszusteigen und Ihre Fahrgäste im Fahrzeug zu lassen. So können Sie verletzliche Passagiere auf gefährlichem Gelände schützen. Drittens, drücken Sie die weiße Taste, damit nur Ihre Passagiere aussteigen. Okay. Ja, gut zu wissen halt, weil dann brauche ich nicht ständig, nicht komplett jedes Mal auszusteigen. Dann Nationalschätze. Ja, nachdem wir Songs Regime gestürzt hatten und er sich versteckte, wurde ziemlich viel geplündert. Das Kulturerbe Nordkoreas ist überall verstreut und wir versuchen es wieder zusammenzuführen. Falls Sie auf kulturelle Artefakte stoßen sollten, sammeln Sie sie ein. Wir sorgen dafür, dass Ihre Mühe nicht umsonst sind. Okay, Major Stephen Howard. Alliierte. So, Massenvernichtungswaffen. Offenbar hat General Song Regime mehrere Programme unterhalten, in denen Massenvernichtungswaffen entwickelt wurden. Wir haben Pläne für allerhand gemeine Sachen gefunden. Sollten Sie weitere finden, nehmen Sie sie mit. GSRN wird sich auf derartige Nachrichten stürzen. Wir werden dafür sorgen, dass Ihre Mühe entlohnt werden. Ah, okay, das sind diese Sammelobjekte. So, die ich mal im Laufe des Projekts hier mal eingesammelt habe. So, dann würde ich mal sagen, war es das wieder fürs Erste. Nächstes Mal mache ich einen Auftrag für die Alliierten. Mal wieder. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.